Kommen wir jetzt zu den Grundeinstellungen für die Buchungserfassung. Dazu gehen wir auf Extras, Optionen. Sie landen in diesem Feld Allgemein. Das können wir alles unangetastet lassen. Wir klicken bitte auf den zweiten Reiter Buchungsmaske. Der obere Teil bleibt alles so. Hier für die Leute, die von Dativ kommen, gibt es hier die Möglichkeit Buchungseingabe ohne Komma. Wenn ich da einen Haken reinmache, dann kann ich mir das Komma setzen sparen. Nachteil ist, ich muss auch, wenn ich zwei Nullen hinten habe, also bei 79 Euro zum Beispiel, muss ich die beiden Nullen reinschreiben. Wer es möchte, kann hier einen Haken reinsetzen. Wo ich eigentlich immer einen Haken reinsetze, mit mehreren Buchungsstapel arbeiten. Dann kann ich nicht nur einen Buchungsstapel haben, sondern kann verschiedene Buchungen in verschiedenen Buchungsstapeln durchführen. Werden wir zu einem späteren Zeitpunkt noch sehen. Was wir aber auf jeden Fall eintragen müssen, ist hier unter den Reiter Buchen. Und ich muss hier ein Rundungsdifferenzkonto angeben. Ich habe hier die Möglichkeit, auf diesen Haken zu klicken. Und da werden uns mehrere Konten vorgeschlagen. In unserem Beispiel im Heft wird das Konto 2660 angegeben. Das sind die Erträge von Kursdifferenzen. Das können wir lassen. Was Sie auf jeden Fall ändern sollten, sind Buchungstage sollen angezeigt werden und Begrenzung auf die Datensätze. Bitte beides auf 999 hochsetzen. Weil wir werden nachher viel im Stapel arbeiten und das heißt, dass wir viele Buchungen im Stapel liegen lassen und er würde Ihnen sonst nur die letzten 50 Buchungen eintragen. Das hieße, wenn die 51. Buchung Sie machen, wird die erste Buchung nicht mehr angezeigt. Deswegen hier bitte immer hochsetzen, genauso wie vor dem Buchungsdatum und dann das Speichern nicht vergessen. Und wir haben jetzt das Rundungsdifferenzkonto angelegt und haben die Buchungsbegrenzung hochgesetzt.